Liebe Zuschauer, seid willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Ich möchte euch mitnehmen, liebe Zuschauer, auf meinen Expeditionen und Touren hier durch diese Schlucht. Wir werden gemeinsam die Höhlen erforschen, werden sehen, was wir hier alles zu finden bekommen. Jetzt ein Überblick für euch, welche Höhlen wir heute erkunden werden. Die obere große Höhle, die ihr hier seht, die lässt sich nur erreichen, wenn man von unten nach oben klettert oder von oben nach unten. Als ich das erste Mal hier hineingeklettert bin, habe ich nicht bedacht, dass ich auch wieder runterklettern muss, wenn ich oben bin. Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach unmöglich. Wenn man dort oben steht, ist es sehr hoch. Hochkommen war leicht, aber wieder runterzukommen, das war eine kurze, brenzlige Situation. Und ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich dort wieder herauskomme. Nach kurzer Zeit konnte ich aber einen Ausweg finden und bin dann nach oben hinweg entlang des Felsens geklettert und konnte dann oben wieder herauskommen. Das war ganz schön spannend, kann ich euch sagen. Hier unten an dieser Stelle befindet sich eine große Höhle, die ist sehr interessant. Dann gibt es hier an der Seite verschiedenste Höhlen, die sich auch nur durch Klettern erreichen lassen. Diese Höhle ist richtig groß. Am Rand der Höhle befinden sich aufgeschichtete Steine. Hier in dieser Ecke wurde eine richtige Wand gebaut. Es sieht so aus, als ob hier sogar ein extra Bereich gewesen ist, wie eine Art Haus oder extra Mauern. Die Menschen haben diese Höhlen auch oftmals für ihre Ziegen verwendet, als natürlicher Ziegenstall. Hier ist noch mal so eine kleine Grotte in der Höhle. Hier ist ein Bereich am Eingang der Höhle, wo sich eine kleine Mulde befindet. Hier im Staub zwischen den Steinen sieht man auch auf den ersten Blick Holzkohle. Vielleicht wurde hier ein Feuer gemacht. Vielleicht war hier die Feuerstelle. Jetzt klettere ich in die große Höhle, die ist hier oben. Diese Stelle ist jetzt etwas anspruchsvoll für mich. Hier ist ein guter Sockel, auf dem kann ich stehen. Und dann muss ich hier den richtigen Griff und den richtigen Tritt finden. Und dann geht es jetzt hier einfach nochmal so einen Absatz, vielleicht 2-3 Meter nach oben. Jetzt hier an dieser schmalen Kante vorbei und dann bin ich oben. So sieht es hier aus. Eine riesige Höhle.
Auf dem Boden hier habe ich alte Knochen entdeckt, sonst nichts. Man sollte bedenken, dass im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende hier sich in den Höhlen auch eine Staubschicht auf dem Boden ablagert, die teilweise sehr dick sein kann. Und darunter verbergen sich die Geheimnisse der Vergangenheit. Um jetzt wieder hier zurück zu gelangen, muss ich am Ende der Höhle hier hochklettern. Da ist so eine Art Podest. Und dann kann man hier am Hang der Schlucht einfach entlang klettern und kommt dann oben wieder raus. Hier oben am Hang ist jetzt nochmal eine Höhle. Die ist hier und nur von hier oben zugänglich. Mal schauen, was uns da erwartet. Diese Höhle gefällt mir besonders gut. Grandiose Aussicht hinunter ins Tal. Außen herum die anderen Höhlen. Die Höhle ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Sehr spannend alles hier. Ich werde jetzt wieder hochklettern und die Rückkehr antreten. Meine beiden Akkus der Action Cam. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch Frieden. Tschüssle.